Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie mich eingeladen haben, aber ich meine nicht heute und ich meine nicht morgen, sondern dass Sie mich nach Innsbruck eingeladen haben, für einen sehr persönlichen Grund. Ich bin in Wien geboren, vor über 90 Jahren, also eine lange Zeit vorher. Ich habe die ersten 14,5 Jahre meines Lebens in Wien verbracht, weil ich bin durch das 4. Klasse des Gymnasiums gegangen. Da musste ich von Österreich fliehen während, nach dem Anschluss. Und während den ersten 14,5 Jahren meines Lebens war ich nie in Innsbruck. Ich war nie in Salzburg. Ich war nie in Graz. Ich war nie in Linz. Bregenz war das Riesenausland. Also ich habe wirklich nur Wien, Österreich für mich war Wien und eventuell Wachau bis zum Rax und Schneeberg und Burgenland. Also Innsbruck war eine fremde Stadt für mich. Wie Sie dann sehen, wie Sie von meinem Vortrag hören werden, habe ich mich dann sehr mit Innsbruck wissenschaftlich beschäftigt. Eigentlich aus zwei Gründen. Wir haben einen sehr bekannten Innsbrucker Chemiker, den die meisten hier wahrscheinlich nicht mehr erinnern können, Klaus Biemann, der sein Doktorat hier in den späten 40er oder 50er Jahren erhalten hat, ein Pionier der Massenspektrometrie, sein Gebiet, in dem ich auch sehr gearbeitet habe. Aber die wirkliche Verbindung ist die Person, über die ich heute sehr viel sprechen werde, nämlich Ludwig Haberland. Aber bevor ich zum Haberland komme, also ich wollte mehr über Innsbruck wissen. Ich habe dann, wenn Sie sofort sehen werden, über ihn geschrieben, einen ganzen Roman dann geschrieben über Innsbruck, obwohl ich nie noch in Innsbruck war. Ich kann mich genau erinnern, mit Klaus Biemann zu sagen, erzähl mir über die Stadt. Und er hat mir erklärt, da gibt es Berge gleich hinten. Und man kann dann zu Mittag, zu Mittag Skifahren gehen und auch zurück zum Labor kommen, etc. etc. Und das erste Mal, dass ich eingeladen wurde, wurde von den Organikern hier, vor ungefähr, würde ich sagen, 10 oder 12 Jahren, in Verbindung mit einem Roman, den ich geschrieben habe. Und meine erste Einladung war Professor Bernhard Kautler, der Organiker. Und ich kann mich genau erinnern, wie ich in Innsbruck angekommen bin, mit dem Zug. Und er hat meine frühere Autobiografie gelesen, hat gelesen, dass ich Knödel sehr gern habe und dass man Knödel eigentlich in Amerika überhaupt nicht kriegt. Also ich habe so eine Art Knödeldefizienz Jahrzehnte gehabt. Und da sagt er, wir kommen im Bahnhof an, das ist ein gutes Restaurant draußen, das war im Sommer. Und die haben sehr gute Spinatknödel. Also das ist komisch, ich kann mich noch immer an das Spinatknödel in Innsbruck erinnern. Ich muss Ihnen gleich sagen, für mich ist das die Spinatknödelstadt. Das war ein Spinatknödel, der in Butter geschwommen ist. Ich kann ihn immer schmecken. Also jetzt freue ich mich. Ich hoffe, dass ich da noch eine Gelegenheit habe, noch einen Innsbrucker Spinatknödel da in den nächsten paar Tagen zu kriegen. Aber Sie werden sehen, warum das wichtig war für mich, hierher zu kommen, zu einer Stadt, die ich überhaupt nicht gekannt habe, aber mit der ich schon einige Jahrzehnte eine Verbindung gehabt habe. Und ich möchte Ihnen heute beweisen, warum ich diese Beziehung gehabt habe, mit wem, mit einer Person, die eigentlich bis vor kurzem total in Innsbruck ignoriert wurde. Und ich glaube, es freut mich, mit dem ich die anfangen möchte. Wie Sie auch sehen werden, fangen wir mit Innsbruck an, aber am Ende werde ich mir das enden, ich habe schon öfters über dieses Thema gesprochen, über das ich gewöhnlich nicht viel spreche, nämlich über den Vatikan. Also vom Innsbruck zum Vatikan via Mexiko. Das ist eine interessante Geschichte, eine unerwartete Geschichte. Und ich hoffe, dass ich die Ihnen erklären werde. Es wird nicht viel Chemie geben, es muss ein bisschen geben. Aber ich hoffe, dass die Nicht-Chemiker, ich nehme, hoffe, dass die meisten Nicht-Chemiker sind und sich das anhören. Also, jetzt fange ich aber erst mit der nicht-wissenschaftlichen Sache an. Nämlich, Sie haben schon von Professor Pszenner gehört, dass ich vor kurzem eine Autobiografie geschrieben habe. Das ist nicht meine erste, aber es ist meine allerletzte, garantiert meine allerletzte. Und
Das ist wirklich nicht eine Autobiografie, sondern eine Autopsychoanalyse. Eine Autopsychoanalyse ist etwas total anderes als eine Autobiografie, die sehr viel automythologische Sachen hat. Man beschreibt Sachen, die eigentlich nicht wirklich genauso passiert sind. Man wollte es verschönern, man möchte sich schön ausziehen, da man sich doch vor dem Publikum auszieht. Bei einer Autopsychoanalyse, und deshalb heißt der wirkliche Titel der Schattensammler, spreche über die Schatten in meinem Leben. Und ich spreche insbesondere die Schatten meines eigenen Lebens. Ich kritisiere mich selber, ich analysiere mich ehrlich. Das kann man bei meinem Alter jetzt nicht leisten, weil ich ja nicht mehr sehr viele Jahre dann noch hier rumspazieren. Wenn man eine gewöhnliche Autobiografie schreibt, dann wenn man 61, 63, 64 ist. Das war fast vor 30 Jahren. Also das Schreckliche wird es ganz anderes. Und wie Sie sehen, wird allerlei Sachen, die ich heute beschreiben werde, können Sie auch dort drinnen teilweise versteckt, teilweise genau finden. Aber dann ist noch ein zweites Buch dort und sehen, das ist auch wichtig für mich. Es ist zur gleichen Zeit herausgekommen oder ein halbes Jahr vorher. Und das heißt Tagebuch des Grolls. Und das ist nicht nur Schatten, das ist wirklich dunkel. Groll ist ein hässliches Wort und Rache ist ein arges Wort. Aber Rache ist eine sehr starke Motivation, die stärkste vielleicht, auch eine sehr schlechte. Und ich schreibe hier über eine persönliche Rache der Frau, die die große Liebe meines Lebens war und ich dann nachher, nach der Rache, geheiratet habe. Und das ist das einzige Buch, das bilingual ist. Auf der einen Seite ist es Englisch, auf der anderen Seite ist es Deutsch. Das war auch wichtig für mich, weil, obwohl meine Muttersprache Deutsch ist, wie ich dann Österreich verlassen musste, habe ich 50 Jahre nicht Deutsch gesprochen. Nicht absichtlich, aber war kein Grund, Deutsch zu sprechen. Ich habe einen Teil von Amerika nach Mexiko gelebt, wo man wirklich überhaupt nichts Deutsches gesprochen hat. Also die zwei Bücher sind sehr wichtig für mich, weil da können Sie wirklich etwas über mich ausfinden, was man gewöhnlich bei den wunderbaren, höflichen Vorstellungen nicht hört. Man hört nur die guten Sachen und ich danke Ihnen für die guten Sachen. Aber ich muss Ihnen gleich sagen, ich bin nicht eine ideale Person. Sie sollen da keine Illusion haben und den Rest können Sie da draußen lesen. Also, da ist das Inhaltsverzeichnis dieser Autobiografie. Und was Sie sehen, ist das ganz klar, das ist nicht chronologisch geschrieben, sondern da es eine Autopsychoanalyse, Autopsychoanalyse ist, beschreibe ich gewisse Themen. Also man kann dieses Buch lesen, spielt keine Rolle, wo Sie anfangen. Sie suchen das Kapitel aus, das Ihnen gefällt. Und ich möchte Ihnen nur zwei, also das erste ist ein wichtiges, das heißt Freitod. Ich werde nicht über das sprechen. Aber ich wollte nur das zweite, die bittersüße Pille, ist eigentlich das, wo Sie viel, aber nicht alles, was ich Ihnen heute erzählen werde, finden können, wenn Sie das wirklich interessiert. Aber die andere, die I think viele Österreicher insbesondere lesen sollen, damit sie sich wirklich noch an die Zeit von den 30er Jahren erinnern, ist das Kapitel, das heißt Heimatlosigkeit. Ich will nicht weiter darüber sprechen. Das ist ein Thema, das ich glaube, Sie interessieren würde. Jetzt möchte ich aber sofort anfangen mit dem, was ich anfangen wollte, was mich schon theoretisch vor Jahrzehnten nach Innsbruck gebracht hat, nämlich Ludwig Haberland. Ein Ludwig Haberland, wenn man wirklich über eine Genealogie der Pille sprechen kann, ist überhaupt keine Frage, dass er der Großvater der Pille sein soll. Er wurde weder hier so anerkannt, bis vor kurzem, es freut mich, dass Sie jetzt draußen ein Buch über Haberland haben, das ist sehr kurz herausgekommen. Ich muss Ihnen gleich sagen, wie ich angefangen habe, ich habe schon einige Jahrzehnte über Haberland geschrieben und gesprochen, bei meinen Vorträgen über die Pille. Leute haben keine Idee gehabt, wer das war. Und ich muss sagen, das waren auch viele Leute in Innsbruck. Und nicht nur, ich kann mich erinnern, dass Klaus Biemann, mein Innsbrucker Freund, keine Idee gehabt, wer Haberland war. Und was ich Ihnen sagen wollte, ich habe das hier in der Hand. Es war sehr schwer, das Buch jetzt zu kriegen. Ich habe es vor Jahrzehnten in der Bibliothek gelesen. Nämlich ein ganz kleines Buch. Sie sehen, wie dünn das ist. Und das heißt, die hormonale Sterilisierung des weiblichen Organismus. Und das ist wirklich ein Buch, wo Sachen so prophetisch da geschrieben sind. Und da ich ganz sicher bin, dass nur ein paar Leute hier im Publikum hier das gelesen haben, etwas darüber wissen, dass ich werde mit gewissen Exzerpten von diesem Buch anfangen.
Aber bevor ich das tue, noch etwas Literarisches. Ich wollte wirklich in den 90er Jahren, Anfang 90er Jahren, wo ich mich total geändert habe. Ich war 50 Jahre ein Chemiker, ein Naturwissenschaftler und dann ungefähr vor 25 Jahren entschlossen, in die Literatur zu gehen. Und habe erst Romane geschrieben und dann Theaterstücke. Und die Romane sind in einem Genre, den ich Science in Fiction nenne. Das bedeutet, es ist ganz anders als Science Fiction ist, weil alles, was ich beschreibe, dass ich mit Naturwissenschaftlern oder mit Naturwissenschaft beschäftigt, ist entweder wahr oder zumindest plausibel und da ist nichts Wissenschaftliches erfunden. Also ich habe keine, was weiß ich, Perpetual Motion Maschine, nicht? Das ist unmöglich. Das ist wunderschön in Science Fiction, aber nicht in Science in Fiction. Und da habe ich mich entschlossen, in meinen zweiten Roman, mit dem fange ich an, und der heißt Das Bourbaki Gambit. Und wenn ich Sie fragen würde, hier im Publikum, haben Sie je von dem Namen Bourbaki gehört? Dann nehme ich an, das ist nämlich immer der Fall, wenn ich so ein paar hundert Leute sehe und ich sage, bitte stellen Sie Ihre Hand darauf. Ich würde hier sagen, sind wahrscheinlich maximal 6 oder 7 Leute, außer die haben das schon mein Buch gelesen, aber wenn sie es nicht gelesen haben, die das sagen würden. Ich weiß sofort, wer die sind. Nämlich sind Mathematiker. Bourbaki ist ein sehr interessanter Mathematiker, nämlich er existiert nicht. Er ist nicht eine Person. Er ist eine Gruppe von Personen, die unter dem Pseudonym publiziert haben. Was natürlich in der Naturwissenschaft nie vorher passiert ist und kaum nachher. Ich habe mich entschlossen, so einen Roman zu schreiben, der heißt das Bourbaki Gambit, in dem ich 4 verschiedene Leute habe, 2 Amerikaner, ein Japaner und ein Europäer, Wissenschaftler, die dann gewisse Sachen sich in einer Art und Weise benehmen, die ganz logisch ist und sehr passt. Das Einzige, was die alle zusammen haben, sonst sind sie ganz verschiedene Leute, also 2 Amerikaner, eine Frau und ein Mann, verschiedene, eine mathematische Biophysikerin und ein Biochemiker, ein japanischer Biochemiker und ein Europäer. Was sie alle haben, die sind alle über 60 Jahre alt. Also in allen Ländern mit Ausnahme von Amerika muss man sich im Alter von 60 in Japan, 65, 68, vielleicht sogar 70 in Europa oder gar nicht in Amerika pensionieren. Trotzdem gehen Leute in Amerika, ich spreche über Universitäten, in Pension, aber die werden dann bestochen, um in die Pension zu gehen, anstatt sie sagen, heraus mit ihnen. Was man natürlich hier in Europa sagt, höflich, aber trotzdem heraus. In dem Buch habe ich mich entschlossen, dass der Europäer ein Österreicher sein wird und nicht ein Wiener Professor, sondern ein Innsbrucker. Und das war, ich muss Ihnen gleich sagen, das war für mich Hommage für den Haberland. Für mich war seine Person, die man wirklich anerkennen soll. Und ich habe mir gedacht, ich werde ihn in meinem Roman anerkennen. Und ich möchte sagen, wie er erschienen ist. Also der Roman heißt Das Bourbaki Gambit. Das ist ein Roman, der in den Mitte 90er Jahren herausgekommen ist. Jetzt schon lange vergriffen ist, weil der Verlag, Haffmanns Verlag, in Konkurs gegangen ist, aber mein jetziger Verlag, ein Innsbrucker Verlag, Heimann Verlag, haben das wieder rausgebracht in einen Sammelband, der Stammesgeheimnisse hat und der 2 Romane enthält, meinen ersten Roman, Kanto Dilemma, aber dann das Bourbaki Gambit. Also wenn man das Bourbaki Gambit lesen will, und hier glaube ich, soll man das lesen, man soll das lesen und sehen, was sich versteckt über Haberland, Haberland geschrieben hat, den ich überhaupt nicht gekannt habe und über den ich überhaupt nichts Persönliches gekannt habe. Ich habe seine Enkeltochter später hier in Innsbruck getroffen und habe dann andere Sachen, persönliche Sachen über ihn gelesen. Das war aber viel später. Ich habe ihn nur als Wissenschaftler gekannt. Also hier war meine Beschreibung. Und ich wollte Ihnen da kurz zeigen, was ich da hier zum Beispiel geschrieben habe, wie ich ihn genannt habe, natürlich nicht Haberland. Also es kommt direkt vom Roman. Und hier eine Frau spricht mit dem Amerikaner, der jemanden ausgewählt hat für diese Bourbaki-Gruppe, diese 4 Leute. Sie haben nicht gar nicht über ihren Österreicher erzählt, also quasi Haberland.
Sobald ich am Telefon das Wort Ruhestand erwähnte an ihn, ging eine wahre Wortlawine vom Berg seines aufgestauten Ärgers nieder. Diese Metapher, Wortlawine, da habe ich mir auch gedacht, die Leute haben mir gesagt, es gab einen großen Berg hier in der Nähe von Innsbruck und sicher auch Lawinen, da habe ich mir gedacht, das ist eine gute Metapher sogar für das hier. Also, Beispiel seiner dramatischen Schilderung eines überreifigen Bürokraten, wie er in Lederhosen durch die Gänge marschierte, den Namen Professor Dr. S. Es war Sepp, Sepp Krasilska, von sämtlichen Türen und Wegwässern, die er nur finden konnte, entfernte. Warum Krasilska? Ich habe mir gedacht, hier ist ein schöner, ich kenne niemanden mehr den Namen, für mich ein typischer österreichischer Name. Nicht? Das ist ja, wenn Sie daran denken, das ist ja ganz klar, der heißt nicht Müller oder Meyer oder Psenner oder er heißt nicht ein Name, der fast keine. Also nicht nur ein tschechischer oder polischer Name. Mein erster österreichischer Postdoc hat Butschikiewicz geheißen. Und dann, ich bin sicher, Sie wissen nicht, wie man das buchstabiert, weil es gibt ein C und ein Z da, den Namen typisch Wien, österreichisch, nicht österreichisch in Anführungszeichen. Also und dann sagt er, wenn man bedenkt, wer den Ruf dieses Innsbrucker Instituts begründet hat, schäumt es Sepp. Und die kommen nicht mehr, meine Anstaltspflicht enthalten. Also, ich wollte schreiben, werden sofort gleich hören, was mit ihm passiert ist. Und dann, das ist auch noch, das kommt ein ganz anderes Kapitel. Sepp Krasilska hat einen Sohn, einen Psychoanalytiker, der in Wien lebt. Und da ist eine Szene, wie die alle dorthin gehen. Sagt, fünf Tage später klingte ich in der Aspernbrückengasse Nummer 5 am Fuß der Aspernbrücke, die den Donaukanal in der Grenze zwischen dem eleganten ersten Bezirk und dem zweiten Bezirk überquert, der vor dem Anschluss das überwiegende jüdische Stadtviertel Wien war, und Dr. Jakob Krasilska, dessen Praxis im Privatwohnung sich in der ersten Etage befanden. Meine Eltern waren sehr früh geschieden. Mein Vater war ein bulgarischer Arzt, der in Wien studiert hat und meine Mutter in der Universität getroffen hat. Ich bin deshalb in Wien geboren, weil die sich dort auch geheiratet haben und schon im Alter von 4 waren geschieden. Also ich habe immer in meinem Mutterhaus in Wien gelebt und meinen Vater und seine Familie immer im Sommer in Bulgarien besucht. Ich habe in der Aspernbrückengasse Nummer 5 gelebt, auf der ersten Etage. Ich wollte es genau wieder beschreiben. Das war das erste Haus im zweiten Bezirk. Leute, die Wien kennen, wie sie wieder Urania, wo jetzt der Unica Tower steht. Das war es, wo ich die ersten 14 Jahre mehr oder weniger meines Lebens verbracht habe. Ich wollte es wieder hier verstecken. Und Sie werden so allerlei andere Wiener Nuancen finden. Der Grund, warum ich das sage, wie ich dann später gefunden habe, erst später, dass ich eigentlich meine Autobiografie wirklich mit den Romanen angefangen habe. Zu einer Zeit, wo ich allerlei Sachen, die ich nicht offen besprochen habe, nicht nur nicht mit dem Publikum, nicht mehr mit mir selber, in Romanen beschrieben habe. Ich gesagt, das ist ja nur Fiktion, das ist aber überhaupt keine Fiktion, das ist die einzige richtige Wahrheit. Und sehr interessant für mich, jetzt meine, nicht jetzt, aber in den letzten, sagen wir, 10 Jahren, meine frühen Romane und Theaterstücke zu lesen und zu sehen, wo ich wirklich bin. In so vielen Personen, in so vielen Gelegenheiten. Ich wollte Ihnen hier dieses Beispiel hier auch zeigen. Jetzt möchte ich sofort mit Haberland anfangen. Ich möchte fangen erst einmal mit dem Buch. Das ist ein Zitat vom Buch, das ich Ihnen gerade gezeigt habe. Das ist 1931 rausgekommen. Er hat Selbstmord 1932 begangen. Also so gerade vor seinem Tod. Er war nur in seinen Mittel 40er Jahren sehr früh gestorben. Was er hier sagt, wenn man daran denkt, das war 1931, das Problem der hormonalen Sterilisierung ist ja gar nichts anderes als die Pille. Nicht? Die Pille hormonell sterilisiert eine Frau temporär, dass sie keine Ovulation hat. Des weiblichen Organismus habe ich seit 1919 als erster experimentell bearbeitet. Er sagt, ich. Wenn man das heute schreibt, würden wir sagen, wir bearbeiten. Er hat wirklich allein gearbeitet. Das ist ja auch sehr wichtig. Und insbesondere, dass ich da einen
schwarzen Buchstaben geschrieben, das Kenntnis dieser neuen biologischen Sterilisierungsmethode in größeren ärztlichen Kreisen, aber vor allem bei den Gynäkologen, weiter fördern wird. Sehr wichtig, hat schon damals gesagt, ich will, dass die Leute es wissen, das ist nicht so ein versteckter wissenschaftlicher Artikel. Sie werden so weit sehen, wie das weitergeht. Und jetzt wollte ich, das schreibe ich wirklich auf schwarz, und das zeigte schon in den Mittel 20er Jahren, wo wir experimentelle Arbeit gemacht hat, hauptsächlich mit Mäusen, wo er das Präparat, er sagt das Präparat ist natürlich das Hormon Progesteron. Das Hormon Progesteron, man wusste, dass so eine Substanz existiert, die sowohl in der Plazenta wie in Ovarien sein könnte, aber die man noch nicht isoliert hat rein. Also er hat mit Extrakten gearbeitet. Aber was er wirklich gewusst hat, ist, dass das ist das natürliche Verhütungsmittel bei Menschen. Weil Frauen werden nicht schwanger während der Schwangerschaft. Und das ist die einzige Zeit während diesen 9 Monaten, wo sie Progesteron ununterbrochen produzieren. Und die Frage, die wir gefragt hat, warum also nicht das natürliche Verhütungsmittel als absichtliches Verhütungsmittel zu gebrauchen. Und Sie sehen hier, dass er das schon bei Mäusen gefunden hat, eine temporäre Sterilität von 1 bis 2, 2,5 Monaten. Und dann beschreibt er, das ist interessant, dass in Amerika, in Deutschland, in Holland, das sind sehr berühmte Namen, die Sie da sehen. Deuse hat einen Nobelpreis bekommen, Butenandt hat einen Nobelpreis bekommen, Wieland hat einen Nobelpreis bekommen. Nicht die Holländer sind aber auch sehr bekannt. Und da sagt er schon, sehr bald wird diese chemische Substanz wirklich isoliert und identifiziert sein werden. Aber inzwischen hat er nicht mit der reinen Substanz gearbeitet. Ich muss Ihnen gleich sagen, alles, was er da hier beschreibt, ist in den 1932, 33 passiert. Also wenn der Mann nur 2 Jahre länger gelebt hätte, ist gar keine Frage, dass er das reine Progesteron gehabt hätte, dass er weiter seine Versuche mit der reinen Substanz gemacht hätte, Versuche, die ich in einem Moment sofort beschreiben werde. Und dann gefunden hätte, dass es nicht gehen würde. Warum? Weil Progesteron nicht oral aktiv ist. Das hat er natürlich nicht gewusst, hat ja niemand damals noch gewusst. Aber das ist das Interessante. Und dann schreibt er hier, das ist auch interessant, da bei der künftigen temporären Hormonsterilisierung die Frau zugleich mit der Ovulationshemmung auch ein Aufhören der Menstruation bedingt werden wird. Was er befunden hat, wenn man die Pille, die jetzige Pille oder Progesteron ununterbrochen nimmt, wird man keine Menstruation haben, weil man produziert kein Ei und deshalb kommt nichts, braucht man keine Menstruation. Und da sagt er, also wenn wir wirklich so eine Methode gebrauchen, dann muss man temporär aufhören, damit die Frau eine Menstruation kriegt und dann es wieder nimmt. Genau, was man mit der modernen Pille macht. Also wieder ein Beispiel, das ist von den Mittel 20er, Anfang 30er Jahren, dass er das schon total verstanden hat und ihn hier beschreibt. Und dann sehen Sie, dann ist er noch weitergegangen. Da ist er dann zu einer bekannten pharmazeutischen Firma, Gideon Richter in Budapest gegangen, die noch jetzt nicht nur die wichtigste Firma in Ungarn war, sie waren eine der ersten, die Verhütungsmittel während der kommunistischen Zeit herausgebracht haben, wirklich wie die Russen das alles übernommen haben. Da waren nur 2 Plätze, wo man daran gearbeitet hat, nämlich in Jena, in der DDR und in Budapest bei Gideon Richter. Das war nämlich viel früher. Gideon Richter ist eine Firma, die schon über 100 Jahre alt ist. Und er ist mit Gideon Richter in Verbindung gegangen, hat sogar einen Namen für das Produkt vorgeschlagen, Infekunden. Und was interessant ist, wenn 1968 die Ungarn zum ersten Mal eine Pille herausgebracht waren, die Substanz war, die wir gefunden haben, die ich Ihnen sofort beschreiben werde, da haben sie es Infekunden genannt. Also die erste wirkliche Pille, die man medizinisch in Ungarn gebraucht hat, hat den Namen Infekunden gehabt, vielleicht hat sie es noch immer, die Habeland schon damals vorgeschlagen hat. Und dann sagt er weiter, was er mit Voisin gemacht hat, und so sagt er am Ende,
Wir haben bereits ein sehr wirksames Sterilisierungspräparat für perorale Verabfolgung. Das ist mit den Mäusen ist das gegangen, peroral, aber nicht bei Menschen. Und er sagt halt, in dieser wird wohl die neue Methode Aussicht auf vollen klinischen Erfolg haben können. Und natürlich konnte er das nicht mehr beweisen. Und das Faktum wäre, dass es nicht gehen würde, oral bei Menschen. Aber das ist ja nicht so. Und dann, das muss ich auch sagen, weil Leute haben angefangen später, und das ist jetzt, später meine ich jetzt, vor letzten 10 Jahren, wie wir angefangen haben, Haberland wirklich seriös wieder anzuschauen. Und Leute hier in Österreich und ich auch hier in Innsbruck haben Angst gehabt, wirklich offiziell anerkennen, weil es natürlich klingt, als ob er eugenische Motive gehabt hat. Und ganz klar, dass er eugenische Motive gehabt hat, wie eigentlich viele Leute eugenische Motive haben. Jeder hat es in seiner Familie. Jeder will sein bestes Kind haben. Das ist aber nur ein Wunsch. Und was er gemeint hat bei eugenisch ist sehr interessant. Ich habe nirgends gesehen, dass Leute ihn wirklich so zitieren. Das ist aber ein richtiges Zitat, das von diesem Buch kommt. Hier, nämlich Sigmund Freud. Und was er gesagt hat, so hat er es geschrieben. Nicht, also so ist es wohl zweifellos, die praktische Auswertung etc. Beitragen wir zur Erreichung jenes idealen Zustandes in der menschlichen Gesellschaft, von dem im treffenden Voraussage schon Sigmund Freud gesprochen hat. Und dann sind die Worte von Sigmund Freud hier im Schwarzen, dass Sie ja selbst lesen können. Also niemand, glaube ich, soll eigentlich damit streiten. Und jetzt kommt noch die letzte Sache über Haberland. Das war nicht genug. Also diese Artikel zu schreiben, ein Buch zu schreiben. Sie sehen, dass es auch zum Publikum gegangen ist. Und hier sehen Sie eine Kombination. Das ist, und ich zeige Ihnen, war ein Artikel, das war ein zweiter Artikel, das war der erste. Das ist eine Serie, das ist 1927 von einer Zeitung, einer Berliner Zeitung, die nicht mehr existiert, aber damals eine wichtige Zeitung war. Und Sie sehen eine Serie von Artikeln, das erste Mal, Unfruchtbarmachung der Frau durch Tabletten. Und dann, da steht ja die Entdeckung des Innsbrucker Forschers Haberland. Das ist in der Zeitung, in Buchstaben, die so groß waren, wie als Krieg ist jetzt erklärt. Und dann sehen Sie aber nachher auch natürlich die richtigen Fragen, die gefragt haben. Nämlich, was sagen die Juristen, die Ärzte und die Seelsorge dazu? Und Sie können sich natürlich vorstellen, um die Zeit haben die alle das gesagt. Und das war einer der Gründe, warum Haberland Selbstmord begangen hat. Das natürlich unglaublich traurig ist. Also, hier ist Innsbruck. Das wurde total vergessen. Und wie dann die Arbeiten in Amerika angefangen sind, mit denen ich jetzt anfange, und die haben teilweise eigentlich in Mexiko angefangen, was man auch überhaupt nicht erwarten könnte. Nicht? Innsbruck wäre möglich, weil Innsbruck und Österreich, also Wien und so weiter, waren wichtige Universitäten in der Medizin vor 100 Jahren. Mexiko, zur Zeit, wie ich hingegangen bin in 1949, es hat nicht eine einzige Person in Mexiko gegeben, die ein Doktorat in der Chemie dort erhalten hat. Es hat gewisse Leute, die ein Doktorat gehabt haben in Chemie, aber das waren alle, die von Europa gekommen sind und überhaupt keine Forschung in diesem Gebiet gemacht hat. Und was ist damals passiert? Also ich muss gleich sagen, nachdem Haberland gestorben ist, ein paar Jahre später hat man das wiederholt. Mit Progestern gearbeitet, gefunden, dass alles das stimmt, aber dass es oral nicht geht. Und dann ist natürlich der Krieg ausgebrochen und das war nicht mehr interessant. In den späten 1930er und 40er Jahren war die Situation der Steroidchemie. Und Sie können die Strukturen ignorieren, schauen Sie sich nur die Namen unten an, das Folgende. Damals um die Zeit, also wir sprechen schon in der Medizin, schon in den späten 30er Jahren, Anfang 40er Jahren, eine total europäische Sache von hauptsächlich 4 pharmazeutischen Firmen. Schering in Berlin, Organon in Holland, Sieber, das now Novartis ist, aber damals Sieber in Basel und Roche in Basel, haben ein Hormonkartell gehabt, könnte man sagen, indem sie durch die Forschungen, die hauptsächlich damals in deutschen und Schweizer Universitäten gehalten wurde und alle mit allerlei Nobelpreisen geehrt wurde, die folgenden Substanzen, nämlich Testosteron, das männliche Sexualhormon, Progesteron, das weibliche Hormon,
DOCA heißt Deoxycorticosteronacetate, das ist ein Nebennierenhormon, das man für gewisse Krankheiten gebraucht hat. Das hat nichts mit Cortison zu tun, das erwähne ich später. Und dann das Östrogen, Estron-Estradiol. Das konnte man damals nicht synthetisieren. Das ist alles vom Urin von schwangeren Pferden oder von schwangeren Frauen gekommen. Also, aber Testosteron, Progesteron, DOCA, wie haben sie das produziert? Sie haben das produziert durch komplizierte chemische Reaktionen von, start vom Cholesterin. Und Cholesterin kommt natürlich von Tieren, vom Hirn und so weiter. Komplizierte. Und dann, jetzt kommt Mexiko rein. Und ungefähr 10 Jahre später, sagen wir ungefähr 1940, hat ein Amerikaner, den Sie hier sehen, also als alter Mann schon, Russell Marker, ich komme wieder zurück, an Diosgenin gearbeitet. Sie sehen, das schaut, Sie brauchen überhaupt nicht Chemiker sein, wenn Sie sich Progesteron anschauen oder Testosteron, die schauen fast identisch aus, der einzige Unterschied ist nur hier und hier. Sie sehen, Diosgenin ist viel komplizierter, das hat da noch 2 Ringe, das schaut fürchterlich aus. Und er hat gefunden, interessanterweise, nicht nur hat er die Struktur bewiesen, das ist die Struktur, das ist eine Substanz, die man in mexikanischen Pflanzen findet, zum Beispiel, Sie sehen also, er hat die Wurzeln dieser Pflanze in der Hand, der Marke. Aber Sie haben auch, er hat gefunden, dass man das sehr leicht in Progesteron umwandeln kann. Und das war das wirklich das Geniale von Marke, der sich überhaupt nicht biologisch interessiert hat. Die Pille hat nichts für ihn bedeutet, er war überhaupt nicht in Verhütung interessiert. Er ist überhaupt eine interessante Person. Er ist in Pension beim Alter von 47 Jahren in den 40er Jahren gegangen. Hat sich geschlossen, er ist fertig mit der Chemie und hat ganz andere Sachen dann für die nächsten 50 Jahre gemacht. Ist von der Chemie weggegangen. Aber um die Zeit hat er etwas sehr Wichtiges gemacht. Und das Wichtige gemacht, und ich zeige das nur schnell für die Chemiker hier, ist, er hat nämlich die Substanz Diosgenin, die also sehr kompliziert ist, sehr schnell durch diese Stufen in Progesteron, eine viel einfache Substanz hier, gemacht. Und das ist für die Chemiker so einfach, nämlich das nur zu erhitzen mit Acetanhydrid 200 Grad, zu oxidieren, da kriegt man schon diese Substanz. Und man sieht das, ohne ein Chemiker zu sein, das ist schon relativ einfach hier zu kommen. Das kann man in einer Garage machen, das kann man in einem ganz einfachen Labor machen. Und er hat sich entschlossen, in Mexiko zu machen, weil er konnte keine amerikanische Firma daran interessieren, komischerweise damals, das war Anfang 40er Jahre. Und er war in Mexiko und hat herumgeschaut und hat gefunden, eine mexikanische kleine pharmazeutische Firma gibt, die Laboratorios Hormona geheißen hat, also Hormonlabor, von 2 Flüchtlingen von der Nazizeit, ein ungarischer und ein deutscher, Schomlo und Lehmann. Und die haben an Extrakten gearbeitet, Hormone und haben es verkauft. Und er ist zu ihnen gegangen und hat gesagt, gründen wir eine Firma, die reines Progesteron machen wird, für die anderen großen Firmen in Deutschland, in Europa, Deutschland, Holland und so weiter. Und die haben das gemacht. Die haben diese Firma gegründet, Syntex. Und nach einem Jahr haben die Leute sich gestritten und er ist weggegangen und dann war er fertig mit der Chemie. Und dann haben sie es wieder erfinden müssen sozusagen. Und da haben sie einen anderen Herrn hingebracht, auch ein Flüchtling von Nazizeit, Rosenkranz, ein Ungar, ausgezeichneter Chemiker, der ein Doktorat an der ETH in Zürich mit Rudzicka bekommen. Rudzicka hat den Nobelpreis für diese Arbeit bekommen. Und der ist dann nach Kuba geflohen, von Kuba nach Mexiko, hat Syntex dann wieder mehr oder weniger gegründet. Und da haben sie mich eingeladen, damals. Ich war 27 Jahre alt, ich habe in den Staaten schon allerlei im Steroidgebiet gearbeitet, haben gefragt, ob ich hinkommen würde, um an einer neuen Synthese von Cortison zu arbeiten. 1948, 49, das war das wichtigste Problem in der Chemie. Wie könnte man Cortison, das der Nobelpreis 1948 gewonnen hat, für Hensch, Kendall und Reichstein, für chemische und biologische Arbeiten, wie kann man das billiger machen? Und alle Leute überall, das waren alle großen pharmazeutischen Firmen damals schon in Amerika, Leute at Harvard, at Oxford, ETH und so weiter, haben alle versucht, eine Synthese von Cortison zu finden, die man von einem
pflanzlichem Material machen kann. Und wir haben uns entschlossen, an Diosgenin zu arbeiten. Niemand hat gewusst, dass diese kleine, winzige Firma in Mexiko überhaupt in diesem Gebiet arbeitet. Niemand hat es erwartet. Und wir waren die Ersten, die es fertig gemacht haben. Und dann publiziert dann das Cortison. Das war eine Bombe. Wir waren im Time Magazine und Life Magazine und so weiter. Und das war der Anfang wirklich, wie wir dann wissenschaftlich dort arbeiten konnten. Warum habe ich das angenommen? Ich habe es angenommen, es war ja verrückt. Leute haben gesagt, du bist Dirk, verrückt, du wirst nach Mexiko gehen, was kannst du dort tun? Aber ich habe gesehen, dass man, ich war 27, 28, ich wollte, gedacht, ein paar Jahre, ich lerne eine neue Sprache. Und die haben gesagt, wir können unter guten Bedingungen arbeiten mit mexikanischen Assistenten und ein paar ausländischen Chemikern und wir können das alles publizieren. Und das war für mich der Weg in eine akademische Stelle, also ich habe das ganz angenommen. Und was Sie da sehen können, ist, wie das ausgeschaut hat. Also da sehen Sie zum Beispiel, das war das Forschungslabor, wo die Wagen dort stehen. Sie können von den Wagen natürlich sehen, wie es ausgeschaut hat. Sie können das primitive Labor sehen. Ich bin da hier, ich bin diese Person hier. Und Sie sehen, die meisten waren weibliche Assistentinnen, sehr tüchtig, nicht sehr gut theoretisch ausgebildet, aber sehr tüchtig im Labor. Primitive Labors, aber damals war die organische Chemie primitiv. Und ist wirklich sehr gut gegangen. Und was ich Ihnen wirklich da zeigen muss, dass das viel interessanter ist. Wir sehen hier, wie wir publiziert haben. Das sind die Publikationen von Syntax während diesen Jahren. Und Sie können sehen, wo wir da angefangen haben. Also hier ist das Jahr, wo ich hergekommen bin. Und ich bin in dem Jahr weggegangen. Also Sie sehen, was wir da wirklich tun konnten. Und was noch interessanter ist, das kommt von einem damals dem bekanntesten Buch in der Steroidchemie, der heißt Steroids, von einem Professor Fieser at Harvard. Und er hat dieses Bild bei einem Kongress gezeigt, wo er alle die Zitate in seinem Buch analysiert hat und gezeigt hat, was interessant ist, dass Sie sehen, also die Universität, da hat 1500 Zitate gehabt, Referenzen. Aber dass, wie zum Beispiel die Pharmaindustrie, auch sehr viele Forschungen damals in dem Gebiet gemacht haben. Also wir sehen, ungefähr ein Drittel von denen waren alle, ein Drittel davon, entschuldigen Sie, Industrial Laboratories war fast eine Hälfte und private Institute ein Drittel. Und dann hat er geschaut, wer waren die pharmazeutischen Industrien und schauen sich das an. Syntax war Nummer eins, das ist auf der ganzen Welt. Und dann sehen Sie die großen, also Ciba Basel, Merck, Squibb, BDH, das British Drug House und so weiter. Also da haben wir etwas wirklich tun können. Und jetzt kommen wir zur Pille. Zur gleichen Zeit damals hat mich ein Gebiet sehr interessiert, weil ich meine Doktorarbeit an der University of Wisconsin im Steroidgebiet gemacht habe. Das war an der den Übergang von Testosteron nach Estradiol chemisch zu machen. Ich habe damals etwas gelesen, das mich interessiert hat. Ich habe nicht daran gearbeitet. Nämlich, dass, wenn man die Östrogene nehmen, nehmen wir Estro und Estradiol, es gibt viele chemische Substanzen, die überhaupt nicht Steroide sind, aber die biologische Aktivität doch von Östrogenen haben. Also es ist nicht sehr strukturspezifisch. Bei Progesteron hat man damals gesagt, dass man kann nichts mit dem Progesteron-Molekül machen, weil es dann sofort etwas die biologische Aktivität erniedrigt oder zerstört. Um nur ein Beispiel für die Chemiker zu gehen. Also für die Nicht-Chemiker schauen diese zwei Substanzen identisch aus. Die sind nicht identisch. Wir sehen das hier. Hier ist eine solide Linie und hier ist eine punktierte. Also das ist stereochemisch ein Unterschied, minimal. Das heißt, wenn das Progesteron ist, in einem Fall steht diese COC3 hier oben, im anderen Fall steht sie unten. Einziger Unterschied. Progesteron ist das wichtige Hormon, Isoprogesteron inaktiv. Also wenn man nur diese minimale Sache macht, scheinbar zerstört man so total die Aktivität. Und dann ist wieder ein anderer deutscher Flüchtling gekommen. Das ist interessant. Die meisten arbeiten natürlich von Leuten, die während der Nazizeit nach Amerika geflohen sind. Und das ist ein Mann, von dem man auch nicht sehr viel gesprochen hat. Maximilian Ehrenstein,
der zur University of Pennsylvania gegangen ist. Und woran er gearbeitet hat, ist auch interessant. Er wollte an er hat mit Strophanthidin gearbeitet. Strophanthidin ist ein Kardiak-Präparat, auch ein Steroid, eine sehr komplizierte Struktur, die sie oben haben, spielt keine Rolle. Und dann hat er durch allerlei Stufen, wir können ganz vergessen, hier ist Progesteron, er ist zu einer Substanz gekommen, wo die Methylgruppe als ein Wasserstoff erscheint. Das scheint trivial zu sein, Methyl anstatt Wasserstoff. Es hat 4 Jahre gedauert, bis es tun konnte. Das ist sehr, sehr kompliziert. Und er konnte am Ende nur 0,7 Milligramm dieser Substanz kriegen, die er nicht kristallin gehabt hat, weil sie eine Mischung vom Isomeren war und komischerweise auch die falsche Struktur hier gehabt hat, die mit den Punkten anstatt solid. Es war genug, es in 2 Kaninchen zu probieren biologisch. In einem war es inaktiv, im anderen war es mehr aktiv als Progesteron. Also Sie wissen natürlich, ein Versuch, ein positiver, ein negativer, ist natürlich nichts Statistisches. Und man konnte sich wiederholen, weil niemand gesagt hat, wir doch wieder 4 Jahre arbeiten, um das zu machen. Also, und das war 1944 oder 1945 publiziert, hat, wie ich noch an meiner Doktorarbeit der University of Wisconsin gearbeitet. Ich habe es nie vergessen. Wie ich dann 6 Jahre später nach Syntex gekommen bin, habe ich gesagt, gehen wir zu diesem Problem zurück, weil inzwischen hat es gute chemische Methodologie gegeben, das zu tun. Und da haben wir dann, die Chemiker werden sofort verstehen, eine sehr elegante Synthese von 19-Noor-Progesteron, wie die Substanz heißt, gemacht, die dann wir in sehr bekannten Zeitschrift publiziert haben. Da haben wir Grammquantitäten gemacht, reines. Wir haben das in ein Labor geschickt, ein biologisches, weil wir waren nur eine chemische Gruppe in Mexiko, wir haben keine Biologen gehabt. Die haben es nach Wisconsin geschickt und da haben wir gehört, dass die Substanz 4 bis 8 Mal mehr aktiv als Progesteron war. Also das war das erste Mal, dass man beweisen konnte, man kann etwas mit dem normalen Progesteron machen und man kann es noch aktiver kriegen. Das war sehr, sehr wichtig. Und dann sind wir zu einer zweiten Sache gekommen. Da gibt es wie 2 Leute. Also wieder die Erfindung von, wir könnten sagen, die Entdeckung von Ehrenstein. Er hat es nicht wirklich gemacht, aber hat uns die Idee gegeben. Und das, dann haben wir beweisen können, dass 19-Noor-Progesteron aktiv ist. Und dann sind 2 andere Leute unten. Das ist ein Deutscher, kein jüdischer Flüchtling. Das war Hans-Herlof Inhofen, der bei Schering in Berlin gearbeitet hat, während der Nazizeit. Und neben ihm sehen Sie einen Chinesen. Die haben mir das Bild von Schering geschickt, haben keine Idee gehabt, wer der Chinese ist. Den Chinesen habe ich 30 Jahre später in China getroffen. Das ist Wang Minlon. Wang Minlon ist der Vater der Steroidchemie in China geworden. Der von Deutsch, der hat 1 Jahr bei Schering dort gearbeitet, gerade vor dem Krieg, 38 ungefähr, ist dann nach Amerika geflohen, wo er ein paar Jahre in Harvard gearbeitet hat und war einer der ersten er war ein Kommunist, zu den kommunistischen, zu Mao, 1955 gegangen nach China und wurde der Vater der Steroidchemie. Sehr netter Kerl. Was die gemacht haben, und das ist wichtig, die Sharing-Leute, das hat man auch nicht vergessen soll, Testosteron, wie Progesteron, ist nicht oral aktiv. Wenn man das medizinisch gebrauchen will, und damals hat man schon gebraucht, hat man gefunden, dass wenn man eine Methylgruppe hier stellt, also 17-Methyltestosteron, ist das oral aktiv und das ist, wie wir noch immer jetzt Testosteron oral arbeiten. Die Schering-Leute haben das gewusst und haben versucht, andere Gruppen, nicht nur Methyl hinzustellen und eine von denen war das Acetylen-Molekül und das also heißt formal 17-Ethinyl-Testosteron. Das ist ganz logisch, warum wir das gemacht haben, das waren die 2 Leute hier. Sich herausgestellt, dass diese Substanz viel weniger aktiv ist als Testosteron, aber oral. Aber was sie wirklich hat, sie hat eine Progesteron-ähnliche Aktivität, was total unerwartet war, weil diese Substanz schaut ihr wie
Testosteron aus und nicht wie Progesteron. Und da haben wir dann 2 und 2 zusammengestellt. Wir haben gesagt, also, wenn das Acetylen eine orale Aktivität produziert und dass wir schon vorher gefunden haben, dass der Wasserstoff, wenn man das in Progesteron umwandelt, ein noch aktiveres macht, dann machen wir diese Substanz. Das war nicht einfach, das haben wir gemacht. Das war die erste Synthese der Pille, einer Pille. Und die Substanz war oral aktiv und ungefähr 5-mal aktiver als Progesteron. Und das war der Anfang. Und Sie können gleich sehen, das ist historisch, zum Beispiel, das ist die Seite der letzten Stufe im Labor, Heft, in Spanisch geschrieben, bei meinem Assistenten Luis Miramontes. Und Sie sehen die letzte Stufe hier. Sie können hier zum Beispiel sehen, das Patent. Ich muss sagen, also Geburtstag, natürlich, Sie müssen das sehen hier. Da, entschuldigen Sie, da hier, vielleicht können Sie nicht lesen. 15. Oktober 1951. Das ist genau der Geburtstag der Pille, weil am 14. Oktober die Substanz noch nicht auf der Welt existiert. Am 16. war das schon einen Tag alt, die Substanz. Und da muss man natürlich anfangen. Das ist ganz wichtig mit der Chemie. Also das war im Oktober und Sie können sehen, schon im November, also nicht viel später, haben wir schon das Patent angemeldet, erst in Mexiko und dann in den Vereinigten Staaten. Und dann haben wir diese Substanz an viele Biologen geschickt. Und ich zeige Ihnen einen sehr wichtigen davon, weil der wird oft richtig als Vater der Pille genannt. Ich nenne immer die Chemiker die Mutter der Pille. Ich meine nicht nur, ich meine nicht mich. Ein Chemiker, meiner Meinung nach, ist immer die Mutter einer medizinischen Präparats, der Biologe, der Vater. Warum, und der Mediziner, der Geburtshilfe. Warum gebrauche ich diese Metapher? Weil es muss mit einem Ei anfangen, nicht? Ein Mann kann, nicht nur kann, er wirft Millionen von Spermien herum, ob das in eine Vagina geht oder ob er masturbiert, spielt keine Rolle. Aber wenn er kein Ei gibt, gibt es keine Befruchtung. Also die Ei ist die chemische Substanz. Ohne Substanz kann der Biologe überhaupt nichts machen. Also erst muss der Chemiker die Substanz, die daran denken, die daran machen, dann dem Biologen geben, der dann die Versuche macht. Die Versuche sind dann die Spermien. Eines der wichtigsten Versuche befruchtet das Ei. Das Embryo ist dann die Substanz, an der man weitere Arbeit macht. Und am Ende, wenn man in die klinische Arbeit interessiert ist, muss natürlich die Mediziner das hinbringen. Also man braucht verschiedene Gebiete, ganz klar, ist ja lächerlich. Denken, dass nur eine Person oder ein Gebiet das machen kann. Also, da haben wir es rumgeschickt. Und da sehen Sie hier Gregory Pinkus, der wichtige Mann, das war in einem Meeting in London. Da bin ich, oh, entschuldigen Sie, da bin ich damals und das war Gregory Pinkus 1952 in London. Und hier sehen Sie den Kliniker, der war schon sehr alt, John Rock, der die ersten klinischen Versuche gemacht hat. Ich werde nicht weiter darüber sprechen, weil ich möchte jetzt wirklich zur Zukunft kommen mit einer Ausnahme, dass ich noch schnell zeigen werde und dann gehen wir wirklich weiter. Nämlich, was ist dann passiert? Also 1960 wurde die Pille erlaubt, 1957 wurde sie erst einmal erlaubt in den Staaten für dieselben Anwendungen, die man Progesteron schon 20 Jahre vorher gebraucht hat, nämlich für Menstruationsschwierigkeiten und für Unfruchtbarkeit. Nicht Verhütung, Unfruchtbarkeit, weil man braucht Progesteron auch für die richtige, wie soll ich sagen, Entwicklung der Gebärmutter während der Schwangerschaft. Und wenn eine Frau nicht genug Progesteron produziert, verliert sie das spontan als eine spontane Abtreibung. Also damals hat man das medizinisch gebraucht. Frauen, die das nicht genug Progesteron produzierten, man hat ihnen bei Injektion Progesteron gegeben. 1957 haben wir erlaubt, dass unsere Substanz, die Noetisteron geheißen hat, oder dass man die dann oral für die 2 Indikationen, also Menstruationsschwierigkeiten und Unfruchtbarkeit, gebrauchen kann. Und 3 Jahre später für Verhütung. Jetzt zeige ich Ihnen, was sind das? Ups. Das sind von den Hunderten oder vielleicht Tausenden von Pillen auf der Welt. Die haben eigentlich nur 7 aktive, nur 7 Alternative.
Das ist interessant. Die meisten Leute natürlich wissen das nicht, weil sie nicht an die Chemie denken. Sie sehen nur verschiedene kommerzielle Namen da. Also hier ist unsere Substanz. Die Konkurrenz, das war Syntex, hat natürlich ein Patent bekommen, Organon, sagen wir, die große Firma, wollten auch ein Präparat haben, das natürlich nicht in das Patent reinfällt. Und die haben diese Substanz gemacht. Also Sie sehen hier, Sie haben das, den Sauerstoff weggenommen. Das ist eigentlich schwieriger, das zu machen. Und dann eine andere Firma, Searle, hat zum Beispiel dieses Diacetat gemacht. Spielt keine Rolle, weil im Körper werden die, wenn es oral genommen wird, im Körper werden die biologisch, diese hier, in das umgewandelt. 15 Jahre später war eine viel kompliziertere Version. Ein Chemiker in England, der Smith geheißen hat, hat diese Substanz genommen und noch eine Methylgruppe hingestellt, also hier. Das heißt Levonorgestrel. Das ist nicht einfach, genau wie Methyl und Wasserstoff nicht einfach ist. Das war sehr kompliziert, eine Totalsynthese. Und das ist die zweite wirkliche wichtige Muttersubstanz, 15 Jahre später, nämlich unsere und diese. Und Wyeth, eine große deutsche Firma, amerikanische Firma, hat dann dieses Patent gekauft sozusagen und eingebracht. Die Konkurrenz wollte wieder andere Sachen machen, als zum Beispiel Schering hat eine Doppelbindung hier gestellt, damit sie nicht in dieses Patent fallen. Organon hat diese Substanz gemacht und so weiter. Aber Sie sehen, das sind chemische Modifikationen und nicht interessante, fundamentale, neue Entwicklungen der Verhütung. Weil sie sind all dasselbe. Eine Pille, die eine Frau 250 oder 280 Mal im Jahr nimmt. Wenn man etwas Neues finden will, möchte man es natürlich ändern. Und da zeige ich Ihnen, ja, ich werde das überspringen, Ups, komm an. In 1989, wo ich schon sicher war, wie die pharmazeutischen Firmen schon weggegangen sind von der Verhütung, für Gründe, die Sie im Moment sehen werden, da habe ich einen wichtigen Artikel in Science geschrieben, wo ich gesagt habe, wenn ich der Verhütungszar in der Welt sein würde und sagen, welche brauchen wir, weil die Pille oder was immer sie gebrauchen, ist nicht ideal. Nichts kann ideal sein, weil es nicht ein ideales Verhütungsmittel für jede Person gibt. Für Männer verschieden als Frauen, aber auch für Frauen. Es kommt darauf an, wer sie ist, woran sie glaubt, wie alt sie ist, wie wichtig es ist, ein Kind zu haben und nicht ein Kind zu haben, etc. etc. Ich habe gesagt, wir brauchen einen Supermarkt, einen Verhütungssupermarkt und hier sind 6 Präparate, die es nicht gegeben hat oder noch immer nicht gibt, die ideal würden sein für so einen Verhütungsmittel-Supermarkt, so Leute hingehen könnten und sich das aussuchen. Also das erste ist ganz klar. Ein Spermizid, das auch antiviral ist, nämlich für AIDS, HIV-Injektion. Also viele Leute arbeiten daran, niemand hat es bis jetzt noch gefunden. Also das war 1989, wie ich geschrieben habe. Heute, 2014, haben wir das nicht. Das zweite war ganz klar, dass viele Frauen das fragen würden. Warum soll ich 250, 280 Tabletten im Jahr nehmen, wenn ich öfters nicht einmal Geschlechtsverkehr in einem Monat habe. Manchmal, also das kommt darauf an, bei verheirateten Frauen, die ein aktives Geschlechtsleben führen oder andere, ist natürlich normal, aber es gibt viele Frauen, jetzt und damals natürlich, die gesagt haben, ich möchte sicher sein, dass ich nicht schwanger werde, wenn ich zufälligerweise Geschlechtsverkehr haben werde. Also vielleicht haben sie kein Geschlechtsverkehr, 2 Monate und dann nehmen natürlich die Pille und dann im 3. Monat haben sie das. Wäre natürlich ideal, eine Pille zu finden, die eine Frau nur einmal im Monat nehmen würde, nur in dem Monat, in dem sie Geschlechtsverkehr gehabt hat und nimmt das nach dem Geschlechtsverkehr am Ende dieses Monats. Ich spreche nicht über die sogenannte Morning-After-Pill, ich spreche über etwas anderes. Aber theoretisch, total logisch, bis jetzt haben wir das noch nicht, weil die Pharmaindustrie sich nicht daran interessiert. Nummer 3. Und das ist interessant, das ist eine biochemische Methode, wo man einen Tropfen von Urin nimmt und dann analysieren kann, um zu sehen, wann eine Frau überhaupt fruchtbar ist. Nicht, ich glaube, ich hoffe, Sie wissen alle hier, insbesondere die jungen Frauen, dass sie ungefähr nur 24 Stunden im Monat fruchtbar sind, aber sie wissen nicht genau, wann diese 24 Stunden sind. Und deshalb natürlich braucht man eine Methode, um zu wissen, wann das passiert. Also es gibt natürlich die, was Leute
unhöflich Vatikan-Roulette nennen, nämlich dass man genau, entweder man zählt, also am 14. Tag, oder man schaut, es gibt verschiedene einfache Methoden, mehr oder weniger zu wissen, wann die Ovulation passiert. Man muss es aber 4 Tage vorher auch wissen, weil das Spermium eines Mannes in der Vagina ungefähr 3 bis 4 Tage noch aktiv ist. Also man muss es schon vorher wissen. Man kann jetzt mit Hormonmethoden genau finden, wann das passiert. Wenn man, könnte das sein rotes Licht und grünes Licht sein. Wenn es rot ist, sagen wir, keinen intervaginalen Geschlechtsverkehr zu haben. Grün, alles erlaubt. Also das gibt's. Das gibt. Und das ist ausgezeichnete, raffinierte biochemische Arbeiten, ohne Frage. Sehr elegant. Aber leider, die meisten Leute es gebrauchen, es ist relativ teuer, diese zu kaufen, gebrauchen es für das Umgekehrte. Das sind Frauen, die nicht schwanger, nicht leicht schwanger werden können, ein Kind haben wollen und deshalb genau wissen wollen, wann sie im richtigen Moment ist, um gewöhnlichen, normalen Geschlechtsverkehr zu haben. Das würde für das gebraucht. Dann die nächste Methode ist ganz klar, die männliche Sterilisation wieder umwandeln zu können. Eine Vasektomie. Es gibt Millionen von Männern, die das haben. Ich gebe mir, die Sterilisation ist interessant. In China ungefähr 50% aller Verheirateten, einer von den zwei ist sterilisiert, in Amerika 33%. Die populärste Methode bei verheirateten Leuten der Geburtskontrolle, nicht Verhütung, weil dann sind sie steril. In Italien 1%. In Österreich und Deutschland 6%. Wenn Sie, also Sie sehen die unglaublichen kulturellen Unterschiede. Aber dann interessanterweise, männliche Sterilisation ist viel einfacher als weibliche. Und trotzdem, in China ist ungefähr 3-mal so viel Frauen wie Männer, in Amerika 3-mal so viel Frauen wie Männer, in Holland mehr Männer als Frauen, wieder etwas sehr Interessantes. Aber dann nehmen wir Amerika, innerhalb Amerika nehmen wir zum Beispiel Latinos, Lateinamerikaner. 20-mal so viel Sterilisation bei Frauen wie Männer und dasselbe bei Afroamerikanern, bei Schwarzen. Also da haben die Männer unglaubliche Angst, irgendetwas da hier unten zu tun. Sie wollen das alles bei den Frauen machen. Für die das Wichtige ist eine Art von Machismo, um zu beweisen, also man kann da nichts bei denen machen. Interessant. Und dann natürlich die Pille für den Mann. Ich habe keine Zeit, darüber zu sprechen. Und das Wichtigste, einen Impfstoff. Und es gibt viele Arbeiten darüber, nämlich theoretisch, anstatt normale Sachen, dass die meisten Leute nach der Pubertät fruchtbar sind, das Umgekehrte. Die nehmen einen Impfstoff um die Zeit, dass sie unfruchtbar werden. Und der normale Status wird dann Unfruchtbarkeit sein. Und nur wenn sie ein Kind haben wollen, nehmen sie dann etwas, das diese Unfruchtbarkeit umwandelt in eine temporäre Fruchtbarkeit. Theoretisch total möglich. Hat sehr elegante Arbeiten gegeben. Nicht eine pharmazeutische Firma war daran interessiert. Sie können natürlich verstehen, warum. Das ist billig und niemand würde das, das ist kein wirkliches Geschäft. Also, was Sie da hier sehen, und das ist eigentlich das Wichtigste von allem, und da möchte ich wirklich kommen, nämlich, Sie sehen hier eine Apotheke, eine typische Apotheke in einem geriatrischen Land, in Österreich, in Deutschland, irgendwo, nicht? Die alte Dame geht in die Apotheke in eine Auswahl von 10.000 Präparaten. Die junge Afrikanerin mit allen ihren kleinen Kindern geht zu einer Apotheke, wo sie Aspirin und Antimalaria und ein einfaches Antibiotikum haben. Und natürlich, die pharmazeutischen Firmen interessieren sich an die alte Dame, nicht an die Leute oben, die weder Geld haben und auch an Krankheiten arbeiten, die nicht in den reichen Ländern interessant sind. Weil in den reichen Ländern die Krankheiten, an denen man jetzt arbeitet, ist ganz klar. Alzheimer's, Krebs, Entzündungen, Diabetes etc. etc. Also, das ist nicht mehr ein Thema, das die pharmazeutische Industrie interessiert. Und jetzt möchte ich zur Zukunft kommen. Wird relativ schnell gehen. Erst einmal, also das sind leider englische Formeln, spielt keine Rolle. Was ist Facts of Life? Ich würde zum Beispiel fragen, bevor das nächste Bild sein, wenn Sie glauben, wie viele sexuelle
Akten von Coitus gibt es jede 24 Stunden auf der Welt. Wenn ich das insbesondere ein Publikum in einer Schule frage, da kriegen sie auf der einen Seite die wilden Optimisten, die sagen, 2 Milliarden oder 1 Milliarde, jede 24 Stunden. Nicht? Dann gibt es die Pessimisten, die sagen, was wären ein paar Millionen. Aber wenn man dann denkt, wir haben 7 Milliarden Leute, man braucht ein paar, also wir haben nur 3,5 Milliarden Kandidaten. Gewisse Leute sind nur 5 oder 6 oder 8 Jahre alt und gewisse Leute, also ich bin 91, gewisse Leute sind über 95, auch nicht gerade interessiert. Also wenn man das nimmt, dann kommt dann ganz klar, dass sie nicht 3,5 Milliarden haben, und dann tun sie auch nicht jeden Tag, nicht ganz klar. Also was ist wirklich eine gute Schätzung? Das ist WHO. Und das ist die ungefähr 130 Millionen. Das Wichtige von den 130 Millionen jede 24 Stunden ist die 1,2 Millionen Befruchtungen. Das ist das Wichtige. Und von denen sind 50% unerwartet, kann eine schöne Überraschung sein, und von denen ungefähr 50% unerwünscht. 25% aller Befruchtungen jede 24 Stunden. Das Resultat ist, dass wir ungefähr 120.000 Abtreibungen jede 24 Stunden haben, von denen fast ein Drittel ungefähr illegal sind. Und wo sind die meisten per capita illegalen Abtreibungen? In den altkatholischen Ländern von Lateinamerika. Ich werde wieder zurückkommen. Jetzt gehen wir zur nächsten Stufe. Und das ist natürlich sogar noch wichtiger. Die Geschichte der Menschheit demografisch kann immer durch eine Pyramide gezeigt werden, die Sie auf der rechten Seite sehen. Das bedeutet nämlich, nicht jede 5 Jahre, so hier haben Sie von 0 bis von 1 bis 4 Jahre, 5 bis 9, 9 bis 14 und so weiter. Also ist ganz klar, dass Sie immer viel mehr jüngere Leute als ältere Leute gab. Klingt ja logisch. Das hat sich erst in den letzten weniger als 100 Jahre in gewissen Ländern geändert, nämlich in den entwickelten Ländern, von einer Pyramide zu einer Säule, mehr oder weniger eine Säule, die wir links sehen. Also, und wo ist das passiert? Das möchte ich Ihnen zeigen. Und deshalb finde ich es unglaublich wichtig, dass die Welt von jetzt an nicht in reiche, arme, industriell, landwirtschaftliche, entwickelte Länder getrennt wird, sondern als eine pädiatrische, eine geriatrische Welt. Und das ist unglaublich wichtig, weil die Prioritäten einer geriatrischen Welt total anders sind als einer pädiatrischen. Um jeden Standpunkt, ob wir politisch, ökonomisch, gesundheitlich und so weiter sprechen. Ich gebe Ihnen ein Extrembeispiel, das wirklich interessant ist. Sie sehen ein typisches pädiatrisches Land, Guatemala. Das sind Daten schon vor einigen Jahren, spielt aber keine Rolle. Sie sehen eine sehr steife Pyramide. Die meisten Leute sind, also 50% der Leute sind unter 20. Aber da gibt es eine Pyramide, die am Kopf steht. Und wir alle wissen, dass eine Pyramide am Kopf nicht stabil sein kann. Und natürlich ein Land, das so eine Pyramide am Kopf ist, kann ja ökonomisch nicht existieren, weil die Frage, also wo ist das? Das ist eine wohlhabende Stadt, Sun City, Arizona, ungefähr 75.000 Einwohner. Und wenn Sie sich das anschauen, dann sehen Sie, dass die Leute erst vom Alter von ungefähr 55 anfangen und die Ältesten sind natürlich Leute über 70 oder über 80. Was ist das? Das ist natürlich eine sogenannte Retirement Community, wo nur wohlhabende Pensionisten leben. Und am Tag, an dem sie den Zensus gehabt haben, also das, was sie da hier sehen, das sind nur die Enkelkinder und Kinder, die damals beim Besuch waren. Weil dort darf man ja nicht wohnen. Nicht? Also bitte. Aber die Tendenz ist in der modernen Welt nicht, das ist natürlich unmöglich, aber die Tendenz ist von der gewöhnlichen Pyramide zur Säule und dann anfangen zu gehen zu einer Pyramide, die anfängt so auszuschauen. Und wer sind die Länder, wo das eigentlich der Fall ist? Und wenn wir das schauen, erst einmal, da schauen wir hier, was sind die Länder mit den ältesten Populationen? Sie sehen hier, da habe ich ungefähr 12 Länder, und Sie sehen, dass diese hier schon zwischen 17 und 26% der Leute, der Bevölkerung ist über 56. Also das offizielle Pensionierungs
Alter von diesen Ländern. Und Sie sehen, dass jedes Land mit Ausnahme von Japan in Europa ist. Sie sehen, wo Österreich zum Beispiel ist. Also der Unterschied zwischen 19% oder 18% und 20% ist ja nicht ein großer, weil in den nächsten 20, 30 Jahren sich das weiter und weiter ändert. Man glaubt, dass im Jahr 2050 Japan fast 40% der Bevölkerung über 65 haben wird. Die sind auch die Leute, die am längsten leben in Japan. Ein Beispiel. Jetzt nehmen wir es umgekehrt. Also das ist die geriatrische Welt. Jetzt gehen wir umgekehrt. Hier sind Länder, Patienten von Leuten unter 15 Jahren. Und da sehen die meisten sind fast 50%. Und mit einer Ausnahme Afghanistan sind die alle in Afrika. Und da haben sie die pädiatrische Welt. Und also die zwei sind total verschieden, was natürlich sehr wichtig ist. Jetzt schauen wir uns ein interessantes Beispiel an, nämlich nehmen wir nur drei, Europa hat durchschnittlich 1,5 Kinder pro Familie, typisch von Österreich, Deutschland und so weiter. Nigerien mit 160 Millionen Leute, 5,7. Pakistan mit 190 Millionen, 4 Kinder. Also die zusammen, nur die zwei Länder zusammen, in ungefähr 30 oder 40 Jahre, wo viele Leute, die hier sitzen, noch immer leben werden, werden diese zwei Länder allein größer als Österreich, Europa sein, um nur ein Beispiel zu geben. Und jetzt gehen wir weiter. Das ist nämlich wichtig in einem Land, nicht nur Österreich, aber nehmen wir Österreich, die Wahlen in den letzten Jahren, wo die Parteien ganz rechts immer gewachsen sind, das ist nicht nur in Österreich, sie haben es in Holland, sie haben es in Frankreich und so weiter. Eines, was die alle zusammen haben, ist xenophobisch zu sein, gegen die Immigranten, gar keine Frage. Natürlich, wen glauben Sie, Immigranten würde es immer anatolische Bauern oder irgend so etwas, aber gegen Immigranten, gegen die Einwohner, die wirklich dort wohnen. Ich gebe Ihnen ein interessantes Beispiel, das sehr wenige Leute vergleichen. Das sind zwei Länder, die ich sehr gut kenne, Österreich und Bulgarien. Schauen Sie sich das an. Österreich und Bulgarien sind fast identisch. Die Leute von 15-Jährigen, unter 15, also 15% oder 13%, fast dasselbe. Über 65, 18%, 19%, fast identisch. Nummer auf Kinder pro Familie 1,4, 1,5, identisch. 1990, also bitte vor 24 Jahren, waren die zwei Länder derselben Größe, 1990 war Bulgarien größer als Österreich. 10 Jahre später waren die zwei Länder schon identisch. 12 Jahre später sehen Österreich mit 8,5 Millionen, Bulgarien 7,2. Und schauen Sie, was 2050 die Schätzung ist. Bulgarien 5,7, Österreich 9,4. Wie ist das möglich, könnte man sagen. Nichts hat sich geändert wie die durchschnittliche Nummer von Kindern und so weiter. Natürlich total Immigration. Bulgarien ist das ärmste Land in der EU. Leute wollen von dort emigrieren. Und insbesondere die besten, die jungen Leute wollen emigrieren. Österreich ist eines der nettesten, schönsten, reichsten Länder. Leute wollen hier herein emigrieren. Ob sie illegal immigrieren oder legal, spielt ja keine Rolle. Ich spreche ja nur demografisch. Ich spreche nicht über eine kulturelle Lösung, die viel komplizierter ist, das weiß ich. Aber demografisch muss man darüber sprechen. Weil 1,5 Kinder, wenn man wirklich das nur hat und man sagt, keine Immigration, absolut keine Immigration, ist ein nationaler Selbstmord. Ohne Frage. Weil man braucht 2,1 Kinder, um sich nur zu reproduzieren. Also man wartet ein paar hundert Jahre und das Land wird nicht mehr existieren. Länder, Bulgarien ist fast das ärgste Beispiel von 198 Ländern auf der Welt. Die gehen schneller runter momentan als alle anderen. Jetzt komme ich zur wirklichen Zukunft. Jetzt spreche ich über Frauen, insbesondere in Europa und teilweise in Amerika. Und ich möchte es nennen, etwas, das ich das Mañana-Syndrom heißt. Mañana auf Spanisch heißt morgen. Aber es heißt wirklich nicht morgen, es heißt nicht jetzt. Nicht jetzt. Und über wen spreche ich da hier? Und ich spreche, muss ich Ihnen ganz sagen, ganz sicher jetzt über Leute, die hier im Publikum sitzen. Und mehr von denen sitzen hinten als vorne. Weil gewöhnlich
junge Leute, Studenten wollen nie in den ersten Reihen sitzen, die wollen eben in der letzten Reihe sitzen, damit sie entweder anonym ausschauen oder leichter verschwinden können, aber nicht viele sind momentan noch verschwunden hier, das freut mich. Ich spreche über die, und was passiert, jetzt gebe ich Ihnen Englisches, das ist die gerade voriges Jahr rausgekommen sind, dass in England, entschuldigen Sie, Frauen, die von der Universität absolviert sind, ihr erstes Kind durchschnittlich vom Alter von 35 Jahren erst haben. Dieselben Frauen, dieselbe Anzahl dieser Frauen hat sich in den letzten 20 Jahren verdoppelt. Und in jedem der großen Länder, das ist in Amerika der Fall, ich habe es gerade gehört vom Rektor hier in Innsbruck bei der Universität, gibt es jetzt mehr Frauenstudentinnen in den Universitäten als Männer, auch in den Vereinigten Staaten. Also, wenn es auch nur 50% sein würde, aber es gibt ja sogar noch mehr. Aber was das Interessante ist, und ich gehe zurück zu England, Frauen, also selbe Alter, die nicht in die Universität gehen, haben ihr erstes Kind rund 25 Jahre. Das ist in den letzten 15 Jahren passiert. 15 Jahre ist eine Femtosekunde in der Geschichte der Menschheit. 15 Jahre, also in diesem Jahrhundert, hat sich das geändert. Also das ist natürlich ein Riesenproblem, weil man genau weiß, und ich hoffe, dass die Frauen das mehr oder weniger wissen, aber teilweise ignorieren. Der Unterschied von 30 bis 35 Jahren ist 5 Jahre. Von 35 bis 40 ist 5 Jahre. Das sind zwei total verschiedene 5 Jahre. Die Gefährlichkeit in den 5 Jahren von 35 bis 40, wie man älter wird, gibt es allerlei Gefährlichkeiten. Die einfachste, nicht die einzige, ist Morbus Down. Nicht? Eine Verhöhung von ungefähr 6-mal so hoch in Frauen in den späten 30er, Anfang 40er Jahren, verglichen zu denen in den frühen 30er Jahren. Also man soll Kinder früher haben. Die ideale Situation biologisch, das ist ganz klar, ist, Frauen sollen erst ihr Kinder haben, dann in die Universität gehen. Das ist natürlich unmöglich. Wir leben ja nicht, leider leben wir nicht in einer Welt, wo das Ideale sein würde. Wir müssen realistisch sein. Aber was wirklich wichtig ist, und das ist ein guter deutscher Ausdruck, wie ich immer gesagt habe, die historischen drei Ks, die sehr wichtig in Österreich waren, und viele Leute, die hier sitzen, gehören noch zu dieser Generation. Also Kirche, Kinder, Küche. Jetzt sind auch noch drei K. Karriere, Kind und Kochen. Und nicht Küche, Kochen. Sie gehen zu Billa, kaufen etwas und stecken in den Microwaver rein und 5 Minuten später können sie das essen. Und das ist ja gut, ich tue das ja auch. Das ist gar keine Frage. Warum? Weil Karriere das Wichtige ist. Und Karriere ist wichtig aus allerlei Gründen. Man muss es nicht, Sie wissen ja, was die Gründe sind. Aber das Wichtigste ist nicht nur, dass Frauen jetzt arbeiten müssen oder wollen. Sie können jetzt in Gebieten arbeiten, wo sie vorher nicht erlaubt waren. Und das ist natürlich das Wichtige. Und das ist das Resultat. Die gehen in Gebiete, wo man jahrelang studieren oder am Anfang arbeiten muss, bis man wirklich in die Stufen geht, die vorher unmöglich waren für Frauen. Nicht? Frauen waren Assistentinnen und Sekretärinnen. Die waren nicht die Bosse, die waren nicht die Professorinnen, die waren nicht die Dekane, die waren nicht die Rektoren. Also jetzt die Sachen sind zumindest möglich. Und das sind natürlich die Frauen, die das Kinderhaben verschieben. Nicht, dass sie keine Kinder haben wollen, aber wenn sie heutzutage in der Universität 125-jährige Frauen fragen, wollen sie Kinder haben, die meisten werden sagen ja. Und dann fragen sie, wie viele, und die meisten werden sagen, wahrscheinlich 2. Und dann die Realität ist, das ist ganz klar, dass eine gute Anzahl von denen nie Kinder haben werden. Aber auch die Kinder haben, werden das Kinderhaben verschieben. Und das natürlich viel gefährlicher wird. Und das habe ich dann sehr, also das wollte ich 2 sagen, in erstmal 2 Romanen geschrieben. Insbesondere einen, der Menachem Samehat, und der wieder in einen anderen Haimon-Sammelband rausgekommen ist, der Aufgedeckte Geheimnisse heißt, wo ich wirklich über dieses Problem in Romanen geschrieben habe. Dann bin ich mir entschlossen, ein Theaterstück darüber zu schreiben. Das ist das erste, ich habe jetzt schon 11 Theaterstücke geschrieben. Und das erste heißt auf Englisch, An Immaculate Misconception. Es wird schon auf 12 Sprachen übersetzt worden. BBC zum Beispiel, World Service hat das rausgebracht, der WDR und so weiter.
Und Sie sehen es als Buch ausgekommen, Sie sehen, das deutsche Buch ist links, Zeitkalkül unbefleckt, das hat zwei Stücke sehr. Und ich zeige Ihnen, was ich da tue. Ich zeige Ihnen zum Beispiel, im Theater kann man das natürlich viel besser beschreiben, was die technische Revolution war in diesem Gebiet, die das ermöglicht, was ich Ihnen jetzt beschreiben werde. Nämlich hier sehen Sie eine Produktion, das war in Lisbon, in einem Labor. Sie sehen eine Frau, die vor einem Mikroskop sitzt und die einen Mann dort eingeladen hat, der ein Arzt ist, der auf einen Monitor schaut. Was tut sie? Sie beschreibt hier, was für mich die wichtigste medizinische Erfindung war in den letzten 20 Jahren, nämlich ICSI, eine Erfindung, die in Belgien in 1991 gemacht wird. Heutzutage gibt es über 1 Million ICSI-Babys schon. Was ist ICSI? Ein Mann, wir sind sehr nicht effizient, ineffizient. Beim Geschlechtsverkehr bombardieren wir eine Frau mit 50 oder 100 Millionen Spermien, einmal eine Bombe, damit ein miserables Sperm zum Ei kommt. Wenn die Befruchtung, dann sind wir fertig. Der Rest der 99% ist natürlich im Körper der Frau. Wenn ein Mann nur 1 oder 2 Millionen Spermien hat, ist er nicht fruchtbar. Für das wurde ICSI entdeckt in Belgien, nämlich die direkte Injektion eines Spermiums in das Ei. Und ich wollte Ihnen das nur kurz zeigen, das ist von der Szene hier, von dem Stück. Sie sehen Sie bei einem fruchtbaren Mann, nicht eine nicht fruchtbare Person. Sie sehen viele Spermien, die alle rumschwimmen. Nicht? Sie wollen nur eins kriegen. Also sucht man sich eins aus, das wirklich schnell rennt, dann glaubt man, es ist wirklich ein guter Renner, der am Ende vielleicht noch zum Ei kommen wird. Und dann muss man den Schwanz jetzt abreißen, damit er nicht wegläuft. Und das macht man mit einer Kapillar, Sie sehen es hier. Das ist ein Zehntel so dünn ist wie ein Haar. Also jetzt aspiriert man dieses Spermium. Dann nimmt man das Ei, das riesengroße Ei, und dann injiziert man dieses, also wir sehen, diese Kapillare sind Penis. Nicht? Und das ist eine Ejakulation von einem Spermium. Dass man also jetzt, Sie sehen das, wie das jetzt herausgeschoben wird. Sie sehen es hier. Und jetzt sitzt das hier. Der Penis und die Kapillare gehen heraus. Nichts passiert hier. Dann lasst man das 2, 3 Tage und wenn die Befruchtung wirklich durchgeht und man hat dann 2 und 4 und 8 und 16 und 32, 64 Zellen, wird es zurück in die Frau gestellt. Erst dann, ganz am Anfang. Und dann ist wenn es einnistet, eine normale Schwangerschaft. Also, warum zeige ich Ihnen das? Weil was ich natürlich sagen möchte ist, dass die Manjana-Generation, über die ich gesprochen habe, soll sich ihre, also das sind fruchtbare Leute, nicht unfruchtbare. In-vitro-Fertilisation wurde 1977 entdeckt für Unfruchtbarkeit in Frauen. Es gibt jetzt 5 Millionen Kinder, ich bin ganz sicher, es gibt welche sogar schon, wahrscheinlich in dem Publikum hier, die ohne Geschlechtsverkehr geboren sind. Viele von denen wissen das nicht. Die Eltern haben es wahrscheinlich nicht gesagt. Aber 5 Millionen ohne Geschlechtsverkehr. Man könnte sagen, die Pille hat Geschlechtsverkehr ohne Reproduktionskonsequenzen ermöglicht. Aber in vitro hat das Umgekehrte gemacht. Aber das waren alle Leute, die entweder ältere Frauen waren oder Frauen oder Männer, die Fruchtbarkeit Probleme gehabt haben. Ich spreche nicht über die. Ich spreche über die Zukunft, über die jungen, fruchtbaren Frauen, die ein junges Ei, wenn sie jung sind, also sagen wir in den 20er Jahren, ihr Eier einfrieren sollen. Um das zu tun, muss man eine sogenannte Superovulation machen. Da muss man, das ist nicht bequem, aber nicht gefährlich. Man nimmt Hormone und produziert in einem Monat nicht ein Ei, wie gewöhnlich, sondern 5, 6, vielleicht sogar ein Dutzend. Und dann kann man friert man die ein als Versicherung. Nicht, dass man die gebrauchen kann, aber eine intelligente junge Frau der Zukunft wird das für Versicherung machen. Es gibt ungefähr, ich schätze, 20 bis 30 Millionen Frauen, die schon eine Superovulation gemacht haben.
Das ist nicht 5 Millionen, weil die vielen Frauen, die nicht ein In-vitro erfolgreich machen konnten, aber doch eine Superoperation gemacht haben. Also es gibt so Millionen von diesen Frauen. Wenn man das einfriert und dann sagen wir 10 Jahre später oder wirklich verschiebt auf 38, 39, 40, 42, ich spreche nicht über 50, 60, 70, 100 Jahre, ich spreche über 5 Jahre später, 6 Jahre, vielleicht maximal 10 Jahre später, als man es tun soll, dann kann man sein eigenes junges Ei gebrauchen. Weil es gibt zwei Probleme, ein Eiproblem und ein Inkubator. Nicht die Gebärmutter ist der Inkubator. Und das verältert sich viel langsamer als das Ei. Also das ist das, die Wichtige. Und wie habe ich das im Theaterstück beschrieben? Da sehen Sie das hier zum Beispiel. Das war die Ärztin, die Biologin, die das Experiment gemacht hat. Und sagt, also nicht, ehe du dich versiehst, wird das 21. Jahrhundert zum Century of Art. Und Felix sagt, er sagt Kunst. Warum nicht Wissenschaft? Wissenschaft der ART, der assistierten Revolutionstechnologien. Junge Männer und Frauen, wohlgemerkt junge, legen ihre persönlichen Fortpflanzungen und Konto an, also gefrorene Gameten in die Bank, das aus gefrorenen Samen und Eizellen besteht. Und wenn sie ein Baby wollen, gehen sie in die Bank und heben es ab. Und er sagt, und sobald sie ihr Konto angeben, sich sterilisieren. Und die Antwort sagt, genau, wenn meine Voraussagen stimmen, wird Empfängnisverhütung überflüssig. Und ich bin sicher, dass wir in diese Richtung gehen, natürlich nicht sofort. Nur in den geriatrischen Ländern, nur am Anfang in den Gruppen der Frauen, die ich Ihnen beschreibe, die sich sehr schnell erweitert. Und ich würde sagen, in den nächsten 30 Jahren, weil diese 5 Millionen Leute, die ohne Koitus geboren sind, das war nicht seit 1977, wo das erste Baby geboren ist. Das ist in den letzten 30 Jahren. 30 Jahre ist eine unglaublich kurze Zeit. Stell dir vor, in 30 Jahren, ich spreche 2045, wo wir sicher 10 Millionen, 15 Millionen solche Kinder schon haben werden. Da werden sie finden, dass eine große Anzahl dieser Kinder, die dann so geboren werden, nicht jetzt, werden Kinder von fruchtbaren Leuten sein und nicht unfruchtbaren. Und die Probleme, die man jetzt mit in vitro hat, von Leuten, die ältere Frauen sind, mit älteren Eiern und allen anderen Komplikationen, wir sprechen nicht über diese Frauen. Wir sprechen über die, wo gewöhnlich eine In-vitro-Fertilisation oder was ich Ihnen da beschrieben habe, genauso effizient ist wie gewöhnlicher Koitus. Und das hat wirklich wichtige, nicht nur persönliche Konsequenzen, aber jetzt möchte ich mit dem enden, die Religiösen. Nicht alle Religionen, spielt keine Rolle, über welche sprechen, ob das katholisch, jüdisch, islamisch und so weiter, sind für Kinder. Man soll Kinder haben und wir nehmen das alle an, ob wir religiös sind oder nicht, ganz klar. Das Malheur natürlich ist, dass wir jetzt annehmen, 1,5 oder 2 ist, was wir haben werden. Wenn vorher Maria Theresa, dessen wunderbares Bild Sie haben, hat 15 Kinder gehabt und eine ihrer Töchter hat 17 Kinder gehabt. Nicht? Also, die meisten natürlich Frauen sind schon früher dort damals gestorben, im Alter von 30 oder 35. Jetzt leben sie bis 85 oder 90. Aber die, Sie sagen, also, sollen Kinder haben. Die katholische Kirche, nicht alle Religionen, gewisse, aber die katholische sagt, man soll nicht Geschlechtsverkehr, intervaginalen Geschlecht, nein, Geschlechtsverkehr, intervaginalen, nicht für Lust, Neugierigkeit, Spaß, Spielerei machen, nur wenn es mögliche Reproduktion Konsequenzen hat. Nicht, dass man jedes Mal natürlich ein Kind hat. Ich glaube, es ist ganz klar, dass die katholische Kirche auch das nicht mehr verlangt, sozusagen. Aber die Möglichkeit muss existieren. Also, auf Englisch sagt man, no sex for fun, only for reproduction. Und das ist logisch. Wenn man das glaubt, und es gibt Millionen Leute, die das glauben, dann ist das logisch. Weil man soll Kinder haben, wir nehmen das alles an. Und die einzige Art und Weise, der man Kinder haben kann, ist durch Koitus. Das hat sich seit 1977 geändert.
Aber wir könnten doch noch sagen, ja, geändert, aber ja, nur medizinisch für Leute, die Probleme haben und sonst keine Kinder haben könnten. Und da sind zum Beispiel die orthodoxen Juden, nehmen das an. Man kann dann in vitro Fertilisation haben und so weiter. Aber ich spreche über etwas anderes. Ich spreche über Frauen, die keine Probleme haben, die freiwillig am Anfang als Versicherung sich junge Eier einfrieren lassen. Und das Einfrieren von jungen Eiern und dann wie das gebrauchen, das wirklich geht erst seit den letzten 3 oder 4 Jahren. Man hat schon vorher versucht, das einzufrieren. Man kann mit Embryos machen, man kann es mit Spermien machen. Mit Eiern, was ist ein Problem? In den letzten 3, 4 Jahren können wir fast sicher sein, dass es geht, weil man es mit ICSI befruchten kann. Wenn Sie aufs Internet gehen, können Sie allerlei Kliniken auf der ganzen Welt finden, also sogar eins in Österreich, wo Sie jetzt kommerziell junge Eier einfrieren können. Ich muss Ihnen sagen, Sie können das tun. Also dann diese Frauen, momentan werden es nur als Versicherung machen, aber inzwischen gibt es die Riesenforschungen in genomischen Forschungen, wo man mit einer Zelle alle die genetischen Untersuchungen machen kann, die vorher viel komplizierter waren. Und natürlich, wenn man nur 1,5 Kinder hat, interessiert mich sehr, dass es das gesundeste, das beste Kind sein würde. Man kann für Down-Syndrom, für allerlei Krankheiten jetzt schon analysieren. Wenn Sie einige Embryos haben, weil das gewöhnlich ist, Sie haben ja einige Eier, die werden injiziert, Sie können die alle analysieren und Sie nehmen das beste Embryo, und das wird in Ihren Körper eingeführt. Ich bin ganz sicher, ob das gut oder schlecht, spielt keine Rolle, dass viele der Frauen das gebrauchen werden. Ich bin ehrlich sagen, wenn ich eine junge Frau wäre, ich würde genau das tun. Gar keine Frage. Ob das gut ist, ich bin nicht sicher. Aber es ist ganz klar, dass sie das machen würden. Wenn das der Fall ist, dann werden sie in 10, 20 Jahren finden, dass es Hunderte von Tausenden, eigentlich vielleicht schon Millionen von Frauen geben werden, die ihr Kind in vitro haben werden, normale, fruchtbare Frauen, und Sex für Freude und Spaß. Und das tun wir ja schon jetzt. Die Österreicher, die Italiener, die Spanier, ich nehme nur 3 katholische Länder, die alle zwischen 1,3 und 1,5 Kinder jetzt haben, hoffentlich haben Geschlechtsverkehr 100-mal später auch noch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass all die Leute, die nur 1,5 Kinder haben, dann nicht mehr Geschlechtsverkehr haben. Also, wenn das der Fall ist, da haben die totale Trennung zwischen Sex und Reproduktion existiert, insbesondere in den katholischen Ländern. Insbesondere. Also, wenn das der Fall ist und wenn dann diese Frauen jetzt normal, in Anführungszeichen, ihr Kinder in vitro haben werden, ohne Geschlechtsverkehr, dann muss die katholische Kirche am Ende etwas wirklich anschauen. Entweder sie sagen, also dann keinen Geschlechtsverkehr mehr, überhaupt nicht. Wenn Leute diese Methode gebrauchen, dann Geschlechtsverkehr ist nicht moralisch, ethisch, dann keinen Geschlechtsverkehr. Oder, was natürlich viel logischer und besser sein würde, eine modernere Methode, eine moderne Politik sozusagen reinzubringen. Weil das ist dasselbe mit, die ärgste Nebenwirkung der Pille war nicht die medizinischen, wenn man wirklich daran denkt. Die Ärgste war die Säkularisierung von Millionen von katholischen Leuten, die von der Kirche teilweise weggegangen sind, weil momentan in den meisten Ländern gebrauchen genauso viele katholische Frauen die Pille als nicht-katholische. Österreich ist ein gutes Beispiel davon. Also das ist natürlich eine schlechte Nebenwirkung, weil man soll die Religion, wenn man religiös ist, ich bin nicht religiös, aber es gibt allerlei gute Gründe, wo man religiös sein soll oder sein kann und hat gute Wirkungen davon, dass man das nicht mit dem vermischt. Und das ist ein Problem, dass ich mir dachte, dass in der Stadt, wo Ludwig Haberland aus religiösen und anderen konservativen Gründen dann die Opposition einen Selbstmord begangen hat, es wert, das hier zu erwähnen. Danke vielmals.